Hallo auf Hashtag KKL, Kunst, Kultur, Literatur, die Initiative, das Magazin und auch der Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Nach einer, ja, ein bisschen Sommerpause haben wir gemacht. Und wie ihr wisst, wir unterhalten uns ja sehr gerne mit ganz netten, sympathischen Menschen, sehr kreativen. Und auch das werde ich heute tun, und zwar mit der lieben Ruth Forschbach. Hallo nach, ich glaube, in Richtung Köln, oder? Genau, ich lebe im Kölner Westen, in frechen Königsdorf, aber dem Königsdorfer ist es zu eigen, dass er lieber zu Köln gehört. Weil ist tatsächlich so 1,5 Kilometer hinter der westlichen Kölner Stadtgrenze. Ja, super, schön. Ja, eine schöne Ecke, so ein bisschen die Gegend kenne ich auch, sehr schön. Jetzt kannst du auch noch was anderes Schönes und zwar wunderbar schreiben. Und ich möchte von dir gleich mal am Anfang wissen, wie hat das eigentlich bei dir angefangen? Was war dein Antrieb? Was ist passiert? Wie bist du aufs Schreiben gekommen? Was waren die Auslöser und wann war das? Ja, das war wirklich schon als kleineres Mädchen mit 11 Jahren, habe ich so die ersten Gedichte verfasst. So, und mein Tagebuch, mein selbst gebasteltes, war das erste Medium, was diese Zeilen, diese Silben, diese Worte dann auch erfassen durfte. Ich habe einen Beruf gewählt, der viel mit Menschen zu tun hatte, mit Kommunikation, mit Sprache. Und sag ich mal, im Bereich der Kommunikation, im Bereich der Erwachsenenbildung kommt die poetische Sprache nicht wirklich so gut an. Aber es war immer Sprache da, Sprache der Verständigung, Sprache des Miteinanders. Und ja, und diese Sprache, vor allem diese lyrische, poetische Sprache, jetzt gehe ich mal wieder zurück in Kindheit, Jugendjahren, war ganz oft für mich so ein Anker und Rettungspunkt. Also mich hast du als Kind und Jugendlich viel in Büchereien sehen und treffen können, weil meine Kinderjahre und Jugendjahre sehr bewegt waren, auch viel durch Umzüge geprägt waren. Und dann war so die Bücherei, Bücher, diese Kostbarkeiten, die in diesen Büchern stand, auch wirklich ein Schutzraum, ein Schatz für mich. So, und zum tatsächlichen Schreiben dann, also zum öffentlichen Schreiben, was über meine Berufslichkeit hinausgeht, bin ich dann tatsächlich während dieser Corona-Zeit gekommen, dieser C-Zeit, die ich gar nicht mehr so gerne verbalisiere. Aber das ist dieser ganz positive Ausfluss aus dieser Zeit. Und das sehe ich dann durchaus positiv. Ja, sehr schön. Ja, jetzt bist du ja, wie gesagt, eine Schreiberin, Schriftstellerin schon immer gewesen, dadurch, dass du ja in der Kommunikation auch viel geschrieben hast, Sach und Fach, aber wahrscheinlich auch im Marketingbereich, PR. Du wusstest also, dich in der Sprache auszudrücken und dass Sprache auch Macht hat, natürlich, Worte Macht haben und die Ausdrucksweise kennst dich natürlich mit Framing aus, vielleicht sogar mit Propaganda, also das geschriebene Wort beeinflusst natürlich auch. Jetzt bist du derzeit sehr auf Lyrik aus, sag ich mal so, als Ausdruck auch bestimmte deiner selbst. Was darf denn Lyrik oder kann denn Lyrik oder sollte Lyrik denn können? Die poetische Sprache ist ja von seit Jahrhunderten, sage ich mal, eine wunderbare, bilderreiche Sprache, die eine magische Wirkung, so behaupte ich einfach mal, auf Menschen ausüben kann. Ich gehe da jetzt auch ins Liedgut hinein, also ist ja auch, Lieder sind Lyrik. Und ich kann mich, wenn ich jetzt wieder mal auf meine Person schaue, daran erinnern, wie wunderbar hilfreich mir diese Sprache vorkam. Also sie hat mir bei Verletzungen, bei Wunden, bei durchlebten, nicht so schönen Ereignissen sehr geholfen und sich wie so ein Schutzmantel über das Erlebte gelegt, aber auch positive Ereignisse, Jubelmomente noch mal verstärkt. Ob es jetzt ein tolles Lied war, ein sehr schönes poetisch-lyrisches Lied war oder einfach Gedichte, Texte von wunderbaren Lyrikerinnen, Lyriker, Poetinnen, Poeten. Und genau darüber haben wir uns auch kennengelernt, durch deinen Beitrag Wiederbelebung jetzt. Und zwar ging Genau. es um das Thema bei uns, Themenausschreibung aufrichten. Und da hat man natürlich rausgelesen, dass es auch eine wunderbare, ja, Motivation ist. Ja, du hast das in einer Zeit geschrieben. Wir leben ja in einer interessanten Zeit. Wir wollen es einfach mal so bei diesem Wort belassen. Und da zeigst du, dass Lyrik auch wunderbar motivieren kann, vielleicht eine Entscheidung zu treffen und wieder sich an
Werte oder Ähnliches zu erinnern. Also es ist auch für viele, denke ich mal, auch eine Therapieform auch, ne? Und kann natürlich die Leute auch sehr positiv inspirieren. Ist das auch dein Anspruch, dass du schreibst, das zu tun, Menschen vielleicht die Augen zu öffnen, zu inspirieren, Impulse zu geben? Ja, auch. Aber als ersten Schritt würde ich sagen, ich möchte sie empfangen, abholen und vielleicht auch sogar bereiten und einladen, der poetischen, lyrischen und eben knapp gefassten Sprache zu lauschen oder zu lesen erstmal und dann in sich zu hören, zu lauschen, was gibt es da für eine Resonanz zu diesem Wort? Und ich denke, die Welt, das ist ja nicht neu, was ich jetzt erzähle, ist laut, hektisch, stressig geworden. Auf jedes Mu muss ein Mä erfolgen. Und ich denke, gerade die Poesie, die Prosa, die lädt ein dazu, nochmal zu lesen, nochmal zu spüren, nochmal nachzuhören. Und dazu möchte ich einladen, die Tür zu öffnen. Ja, und dann natürlich, wenn's gut ist, wenn das gelingen kann, auch zu schauen, so wie kommt das bei dem anderen Menschen an? Was für Empfindungen werden da geweckt? Und das, was ich schreibe, ich vergleiche das oft mit einem Maler, der hatte einen Impuls, etwas zu malen. Der Zuschauer, die Zuschauerin schaut sich dieses Bild an, wird nicht die gleichen Intuitionen oder die gleichen Empfindungen haben oder das gleiche Denken haben, warum es entstanden ist. Das macht aber nichts. Für mich ist es wichtig, etwas anzurühren. Menschen zu berühren. Ja. Du bist ja im Moment ganz viel am Schreiben, hast auch in den Ja. letzten Jahren einiges herausgebracht. Unter anderem der letzte Titel Im Inneren der Zeit, der auch, den finde ich immer sehr schön, das ist so ein bisschen so das Gesetz der Entsprechung wie innen, so außen. Da geht es auch darum, in diesem Buch, wie bist du auf diesen Titel gekommen, was ist passiert, was war der Auslöser und worum geht es in dem Buch? Also der Auslöser für Im Inneren der Zeit, also diese Zeile, dieser Buchtitel oder eben auch dieser Text, war der Wunsch nach, ich möchte diese Zeit einmal anhalten können, was ja unmöglich ist. Aber einfach anhalten können, sich in etwas verbergen können, in etwas hineinsetzen zu können, was es mir ermöglicht, die Zeit an mir vorbeiziehen zu lassen, ohne dass sie wirklich mich berührt. Vielleicht ein bisschen merkwürdig nachzuvollziehen. Also einfach sich mal zu verbergen und zu schauen, wie die Minuten sozusagen, so habe ich es auch beschrieben, diese rastlosen Momente, diese rastlosen Sekunden immer weiter Zeit anhäufen, an mir vorbeiziehen, sich da mal zurückziehen und zu schauen, was passiert da eigentlich? Und dieser Titel ist entstanden auch noch in die. Das ist, nee, in diesem Jahr ist er entstanden. Da war die Zeit aber für uns auch noch langsamer. Das heißt, wir sind noch geprägt von der Pandemie gewesen. Und ja, daraus ist das entstanden, dieser Titel und eben auch dieser Text. Ja, ist sehr schön, weil es ist ja auch ein bisschen so, wie du das beschrieben hast. So der Wunsch mal als Beobachter seiner selbst aufzutreten, sage ich mal so, um zu schauen, was passiert denn gerade. Und es ist ja eine interessante Zeit, diese Zeit, in der wir leben. Das ist ja nicht nur das eine C-Wort, sondern es sind ja auch noch mehrere Dinge, die gerade so unsere Gegebenheiten darstellen, sage ich mal so. Und da ist es auf jeden Fall schon sehr interessant, weil es ist so ein bisschen so wie so ein Brennglas im Moment, also für mich auch die Zeit, in der wir uns mit viel mehr auf einmal beschäftigen und auch im Vergangenen beschäftigen, auch was Zukunft betrifft. Und was dein Buch und deine Art zu schreiben auch sehr gut macht, ist uns ein bisschen die Ängste auch zu nehmen. So interpretiere ich das zumindest, weil Angst ist ja ein Thema, ne, im Moment, ein großes Thema, wovor jetzt auch immer die Leute Angst haben. Es gibt ja ganz verschiedene Gründe im Moment, ne? Und aber vielleicht auch eine eigene Angstbewältigung dann schreiben. Angstbewältigung weiß ich nicht. Natürlich empfinde ich Veränderungen oder massive Veränderungen, C-Zeit nochmal Thema, als bedrohlich. Ist ja für mich auch eine Bedrohung gewesen, weil es war eine einmalige Situation, die ich vorher in meinem Leben so nicht kannte. Natürlich gab es, wie in jedem menschlichen Leben, immer
Höhen und Tiefen, ich Ja. sage immer die Achterbahn des Lebens, die hat wohl jeder durchlitten. Aber das war so diese Zeit des Lockdowns, der Isolation, ja, der Isolation war schon bedrohlich für mich. Und in dieser Zeit hat sich auch vieles verändert. Selbst Beziehungen zu Menschen, die mir vermeintlich nahestanden, haben sich verändert. Ich konnte herauskristallisieren, was ist mir wirklich wichtig jetzt, aber auch später. Das ist das Gute an dieser Zeit gewesen. Und ja, also Angst würde ich jetzt nicht so sagen, aber das, was ich erlebt habe, aber auch am Fruchtbaren, also was ist da Ja. eigentlich an dieser bedrohlichen, existenzbedrohenden, aber auch doch auch ungewöhnlichen Zeit, was ist da Positives? Also dieses halb leere und halb Ja. volle Glas mal wieder, ne? Ich neige Genau. immer eher zu dem halb vollen. Ja. Muss Ich ich mir auch. aber auch mühevoll erarbeiten. Also was ist da auch positiv gewesen? Und das kann man, glaube ich, im Inneren der Zeit, also im zweiten Buch, Ja. sehr, sehr schön verfolgen und nachvollziehen. Ja. Genau. Und du sagtest auch zweite Buch, deswegen werden wir jetzt auch das erste Buch noch mal erwähnen. Und das heißt zum Punkt kommen. Ne? Zwischen Punkt und Komma. Zwischen Punkt und Komma, genau. Was Genau. auch schon, ja, zwischen Punkt und Komma, das heißt, ich sage dazu, ich habe aus diesem Buch jetzt nichts gelesen, stelle Ja. aber trotzdem die Frage, das heißt, du schaust auch ein bisschen in diese Lücken, also was wirklich, wirklich dahinter steckt, ne? Ja. Ich denke, das macht das so einen Teil der Persönlichkeit. Das heißt, wenn ich Menschen frage, wie geht es dir, und das ist die Lücke, dann meine ich das im Ernst und nicht einfach gut. Natürlich, wenn man sich beim Aldi, beim Edeka, beim Rewe trifft, dann kann es nicht also ein Wollen keine wirklich, Werbung machen. das geht nicht, das kann kein intensives Gespräch sein. Ja. Aber ich schaue in die Lücke, nämlich da, wo vielleicht manche nicht gerne hinschauen. Ich bin interessiert an Menschen. Und ich denke mir, nur wer wirklich interessiert an Menschen ist, kann auch poetisch, lyrisch schreiben, auch sonstige Texte schreiben, weil da geht es ja um Menschen, da geht es ja um das, was uns ausmacht. So, und zwischen Punkt und Komma beschreibt ja die Achterbahn des Lebens, wie ich es, glaube ich, eben auch schon mal erwähnt habe. Das heißt, das, was uns Menschen ausmacht, an Freude, an Glück, an nicht so gelungenem Leben, aber auch an dem, was uns wieder Auftrieb gibt, was wieder positiv wird. Und da denke ich mir, ist unser Leben auch sehr stark an den Naturprinzipien angebunden, also an die Natur werden, wachsen, vergehen und verblühen. So ist auch unser Lebenszyklus, ne? So. Und das kann man auch vergleichen mit Glaube, Liebe, Hoffnung, Sinn. Das ist für mich auch in der Reihenfolge. Ja, und so ist auch dieses Buch dann entstanden, oder die Texte in diesem Buch. Ja, sehr, sehr schön. Und was ich alles gelesen habe, auch sehr im Klang, vom Ausdruck her im Klang, sehr schön, auch wenn es sich nicht immer reimt. Und aber da sagst du ja auch, das muss es sich nicht immer reimen. Das darf Poetik darf auch einfach nur klingen. Ne? Ja. So in dem Maßen. Ausdruck, Sprache, darauf wollte ich nochmal kommen. Wir sind ja jetzt beide jetzt nicht mehr 20 Jahre alt. Wir haben schon Sprache und Ausdruck und Formen und Rechtschreibformen und heute nennt man das ja alles nur noch Gendern, haben wir ja schon viel miterlebt und wir wollen jetzt auch gar nicht sagen, das ist alles doof und das ist alles super, aber wie gehst du mit dieser aus, ich sag's mal so, medial aus Minderheiten heraus, damit meine ich jetzt nicht nur weiblich-männlich oder sonst irgendwas, sondern alle Minderheiten heraus. Dieses Gendern. Wie siehst du das für dich? Weil du kommst ja aus der Kommunikation, aus dem Ausdruck. Wie siehst du das für dich? Ist das eine Wolke, die einfach weiterzieht oder wie ist das? Ich denke, das wird nicht nur eine Wolke sein, die weiterzieht. Vielleicht wird sie nicht mehr in dieser Fülle, in dieser Regenfülle, in dieser Sonnenfülle, in diesem gigantischen Gebilde, weißen Wolkengebilde so sein. Ich glaube, dass wir in den letzten Jahren auch schon verändert haben, was Gleichberechtigung betrifft, ja. Womit ich wirklich nicht gut zurechtkomme, ist diese für mich manchmal schmerzliche Veränderung der Sprache.
Das tut mir wirklich weh und ich glaube nicht, dass es, und ich meine, ich bin eine Frau, ja, dass es mir auch hilft, wenn ich Sprache so verhunze, denn ich glaube, und das ist für mich eine Verhunzung, ich würde dann lieber zu diesen alten Themen kommen, wie zum Beispiel liebe Leserinnen und Leser und nicht liebe Sternchen, Leserinnen, ja, Kopfkind, innen. das finde ich verwirrend und wie gesagt, schmerzt mich manchmal auch, oder liebe Ärzte. Innen, was ist Erst? Also das, da kann ich wirklich nicht gut mit. Das ist einfach so. Und Ja. ich glaube auch nicht, dass das Außen aufhilft, also das Externe aufhilft, das Interne zu verändern. Damit meine ich einfach die Sprache erstmal voranzuschieben, um die interne Gleichberechtigung, also Menschen, Frauen gleichberechtigt oder überhaupt die Menschen gleichberechtigt zu machen. Das glaube ich so nicht. Ja. Ja, Sind wir vielleicht genau. in einer Phase, wie gesagt, ich muss nochmal darauf kommen, wir haben schon einige Zyklen, einige Rhythmen haben wir schon erlebt, sag ich mal so. Sind wir gesellschaftlich in Deutschland, sag ich mal so, glaube ich, besonders, sind wir sehr sensibel derzeit, weil es gab schon immer die Beeinflussung der Sprache, gab es ja schon immer im Marketing, in der Werbung. Da arbeiten wir alle mit irgendwelchen Manipulationen, Unfallversicherungen werden auch über Angst verkauft und so weiter und so Ja. weiter. Aber sind wir im Moment extrem sensibel und wenn man gefühlt nicht der einen Meinung ist, ist man gleich ein Feind? So, oder ist das nur medial so aufgebauscht? Oder sind wir einfach sensibler geworden? Ich denke schon, dass wir sensibler geworden sind. Ich weiß, vielleicht werden auch manche Schlagworte aufgebauscht, also dass ein großer Überbegriff da steht Ja. und Menschen lesen diese Zeile, diese Überschrift, dieses Schlagwort und coin es wieder. Also es ist jetzt eine Verallgemeinerung. Natürlich sage ich Ja, nicht, dass alle klar. Menschen das Ja. tun, ja, Wir würde ich aber bewerten Wert hier drauf gar legen, nicht. ja. Wir bewerten So, hier nicht. Nein. ja. Ja. Das denke ich mir schon. Ich denke mal, Also, dazu fällt mir jetzt einfach nicht mehr ein, sondern ich ja. glaube schon, dass wir, dass vielleicht wir hier in Deutschland auch sehr, sehr sensibel sind. Vielleicht zu Recht, vielleicht zu Unrecht, ich weiß es nicht. Es Ja. ist so. Ja. Und was ich aber auch denke, ist, dass jedem Mensch das Recht, sofern er nicht das Recht des anderen sozusagen beeinträchtigt, sagen darf. Also, dass ich zum Ja. Beispiel sagen, ja, dass ich das jetzt, was ich eben, was die Frage, die ich dir eben beantwortet habe, auch so sagen darf. Und das finde ich wichtig und dass das eben andere Menschen auch dürfen. Ja. Also sich zu gendern äußern, ohne andere zu verletzen oder zu diskriminieren. Und das Ja. finde ich wichtig und dass wir vielleicht auch mehr. Oder dass ich, nicht wir, sondern dass ich bereit bin und immer gern noch andere Meinungen anhöre. Ob es jetzt meine Meinung ist oder nicht. Ich möchte sie mir anhören und selbst wenn ich sie danach nicht vertreten kann, dann möchte ich das aber auch offen sagen dürfen. Und Ja. das fehlt mir bei manchen öffentlichen Diskussionen schon. Ja. Ja. Ja, ich sehe das genauso. Wir müssen einfach, und ich sage bewusst müssen, wir müssen ja, wenn wir demokratisch unterwegs sein wollen, Meinungsfreiheit immer hochhalten, müssen wir natürlich Ja. auch mit unseren Differenzen klarkommen, weil Ja. es gibt nichts Gleiches, ne? Und wir werden auch nie gleichgeschaltet werden, weil es nicht funktioniert, weil wir individuelle Wesen sind. Und das ist natürlich klar, wem das mit den Sternchen gefällt oder was alles noch dazu, also als Lyriker, Poet, ist das schwierig, ne, so zu schreiben. Ne, und Goethe würde sich wahrscheinlich auch irgendwo im Grab rumdrehen. Und aber wem es gefällt, warum Ja. nicht, sage ich immer. Ne? Jeder, wie Ja. er will, aber man muss natürlich den anderen dann auch akzeptieren, der sagt, nee, ich dann lieber nicht. Ne? Ja. Genau. Ja, Genau. das ist richtig so, weil du warst ja auch vorher schon mit Schreiben unterwegs und es gab immer mal Genau. eine Rechtschreibreform, die komisch war und komische Wörter oder so. Und heute ist das halt extremer irgendwie gefühlt, ne? Ja. Ja. Woran aber, ich meine, du machst ja ganz viel, du schreibst ja nicht nur, aber was machst du derzeit noch und woran schreibst du derzeit noch? Ja, also es stehen jetzt einige Lesungen und Veranstaltungen mit Künstlerkolleginnen und Kollegen an. Und zwar arbeite ich mit Musikern und Malerinnen zusammen. Nächste Woche beginnen die Frechner Kulturwochen.
Das heißt, innerhalb von 16 Tagen haben wir 49 Veranstaltungen hier am Start, also Frechen, westlich von Köln. Und ich darf am 10. und 11. gleich zu Beginn, 10. ist der Eröffnungstag, darf ich mit einer Malerin, der Ines Hock, und dem Musiker, wunderbarer Musiker Johannes Krause, eine Veranstaltung beginnen. Da geht es um Lesungen und Musik natürlich. Und dann am 11. mit einer anderen Malerin, Freundin von mir, Angelika Schneeberger, da habe ich zu ihren Bildern Texte geschrieben. Und das wollen wir sozusagen dem Publikum dann nahebringen. Dann gibt es aber im Laufe des Jahres noch, ich glaube, 4 oder 5 Veranstaltungen noch mit Musikern, Peter Worms, Liedermacher und Musiker hier aus dem Rhein-Erft-Kreis, sehr bekannt. Dann aber auch in den unterschiedlichsten Orten, ob das jetzt in der Eifel ist, eine Lesung zum Advent. Ich hoffe, es findet statt, man weiß es ja nicht. Und ja, und ich arbeite zurzeit tatsächlich wieder, zumindest gedanklich noch. Es ist in meinem Kopf nur, es ist noch nichts auf dem Papier. Ich würde gerne mit Angelika Schneeberger ein neues Buch herausgeben. Und zwar geht es da eben auch um die Naturprinzipien, also das Werden, Wachsen, Vergehen und Ja, Verblühen schön. und dann entsprechend meine Texte dann dazu. Das ist in der Mache, tatsächlich. Ja, und wenn sie davon noch Ja. nichts weiß, wird sie über dieses Video jetzt davon erfahren, dass das nicht sein wird. Diese Veranstaltung, die du eben erwähnt hast, kann man die irgendwo ablesen, auf deiner Internetseite, die dann verlinken und so, ja? Genau, Okay, genau, also genau. es lohnt sich das ganze Jahr, wie ich rausgehört habe, nach Frechen zu kommen, weil da Ja. ständig irgendwas los ist. Liebe Ruth, ich bedanke mich ganz recht herzlich für das schöne, auch tiefe, interessante, inspirierende Gespräch und ich bin auch gespannt, was noch vielleicht kommt zu Hashtag KKL, zu unseren Themenausschreibungen und freue mich natürlich vielleicht wieder in der nächsten Zeit über dein nächstes Buch zu sprechen. Hab lieben Vielen Dank. lieben Dank, Jens. Das war eine schöne Zeit, ein schöner Vormittag, möchte ich nicht sagen, denn geht ja noch weiter. Dankeschön. Danke Sehr für die gerne. Einladung. Danke.